Das ist schon ziemlich verrückt. Nach M87, dem ersten Bild eines schwarzen Loches, jetzt das nächste große Ding des Megateleskops Event Horizon. Es ist ein bisher nicht gelöstes Rätsel eines bekannten gigantischen Phänomens im Weltall. Und jetzt sind ihm Forschende einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Jets, die aus den supermassereichen schwarzen Löchern im Zentrum von Galaxien geschossen werden, die sind bekannt. Doch niemand weiß, warum und wie sie entstehen. Aber jetzt gibt es eine Spur. Klicks zum Science in Future. Hier gibt es 3-mal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Centaurus A ist die nächstgelegene Radiogalaxie, eine Galaxie also mit einem aktiven schwarzen Loch, in das Unmengen an Materie stürzen und zu einer Strahlung führen, die millionenfach stärker ist als zum Beispiel die bei unserer Milchstraße. Und in genau die hat jetzt ein Bonner Forschungsteam reingezoomt mit dem gigantischen Teleskop Event Horizon. Die absolut spektakuläre Nahaufnahme zeigt die Strahlungs- und Teilchenströme aus dem schwarzen Loch im Zentrum und die stellen einige physikalische Modelle in Frage. Ja, das ist eine super detaillierte Aufnahme des Teleskopverbunds Event Horizon, kurz EHT. Es ist mit einem Kniff so groß wie unsere Erde. Somit konnte nicht nur die Position des schwarzen Lochs, das sich im Zentrum der Galaxie Centaurus A genau bestimmt werden, sondern auch der Ursprung der gewaltigen Jets, die dort entstehen. Die spektakulären Aufnahmen des Forschungsteams aus Bonn zeigen unter anderem hautnah, wie ein gewaltiger Jet geboren wird, der einem supermassereichen schwarzen Loch entspringt. Doch die Aufnahmen sind nicht nur super spektakulär, sondern stellen einige theoretische Modelle zu den Radiojets in Frage. Was offenbaren also die neuen Aufnahmen und was können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von diesem Blick ins dunkle Herz von Centaurus A mitnehmen? Die spannenden Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es jetzt bei Klicks zum Science and Future. Centaurus A, eine aktive Galaxie, die etwa 13 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, identifiziert werden konnte sie schon vor 70 Jahren, 1949, als eine der ersten extragalaktischen Radioquellen überhaupt. Im Radiobereich leuchtet sie als sehr großes und helles Objekt am irdischen Firmament. In der Vergangenheit hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Galaxie genauer untersucht, und zwar im gesamten elektromagnetischen Spektrum. Nicht nur im optischen Licht und bei Radiowellen, sondern auch mit der Hilfe von Infrarot-, Röntgen- und Gammastrahlenteleskopen wurde Centaurus A ganz genau analysiert. Diese Untersuchungen hatten gezeigt, dass sich in dieser Galaxie ein schwarzes Loch mit der 55 millionenfachen Masse der Sonne verbirgt. Um das im Vergleich zu sehen, das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, also unserer Galaxie, bringt gut 4 Millionen Mal und das schwarze Loch in der Riesengalaxie M87 etwa 6,5 Milliarden Sonnenmassen auf die Waage. Also so Riesenunterschiede gibt es zwischen den supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien. Auch das schwarze Loch der Galaxie M87 hatte die Fachwelt mit Hilfe des Event Horizon Teleskops, kurz EHT, genauer beobachten können. Die Aufnahme, die vor 2 Jahren, 2019, veröffentlicht wurde, das war eine absolute Sensation. Das erste Bild eines schwarzen Loches. Und es gibt eine weitere Ähnlichkeit, die Galaxie Centaurus A produziert, genauso wie die Galaxie M87, Radiojets. In der Fachsprache wird damit ein Ereignis bezeichnet, das durch die Gravitationskräfte eines schwarzen Lochs ausgelöst wird. Schon seit langer Zeit wissen Fachleute, dass diese Jets existieren, und es gibt auch schon einige Bilder, auf denen zu erkennen ist, wie Materie aus dem Kern einer Galaxie herausbricht. Viele Details um die Radiojets sind aber noch unerforscht, doch bisher weiß man, dass sich supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien von Staub und Gas ernähren. Bei diesen Mahlzeiten werden große Mengen an Energie frei. Hier spricht man dann von einer aktiven Galaxie. Alles, was in ihre Nähe kommt, also in die Nähe der schwarzen Löcher im Zentrum und sich nahe dem Rand dieser schwarzen Löcher befindet, fällt in diesen kosmischen Schlund. Doch einige der Teilchen entkommen dem schwarzen Loch. Wichtig hierbei, die sogenannte Akkretionsscheibe des schwarzen Lochs, die schnell um dessen Zentrum rotiert. Hier sammelt sich Materie, bevor sie in das Zentrum des schwarzen Lochs stürzt. Zuvor heizt sie sich aber auf und beginnt zu strahlen. Doch ein kleiner Teil der Materie in dieser Akkretionsscheibe fällt nicht ins schwarze Loch,
und wird nicht verschlungen. Stattdessen wird er in Form zweier starker, gebündelter Plasmastrahlen ins All hinausgeschleudert, und zwar senkrecht zur Scheibe und mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Genau dabei handelt es sich also um die sogenannten Jets. Diese transportieren dabei Materie und Energie über riesige Entfernungen ins Weltall. Doch der Fachwelt sind sie noch immer ein riesiges Rätsel. Wie und wo entstehen diese Jets genau und woher stammen ihre enormen Energien? Jetzt also hat sich das Bonner Forschungsteam erneut das Event Horizon Teleskop, kurz EHT, zunutze gemacht, um endlich herauszufinden, wie diese Jets an supermassereichen schwarzen Löchern überhaupt entstehen. Eine Frage, auf die es bislang trotz intensiver Forschung noch keine Antwort gibt. So nutzen die Fachleute insgesamt 8 Teleskope an verschiedenen Orten der Erde. Diese werden mit Hilfe einer speziellen Technik mit der Bezeichnung Very Long Baseline Interferometry miteinander verbunden. Zusammen besitzen die Teleskope damit eine Auffangfläche, die etwa so groß ist wie die Erde selbst. Dabei werden Radiowellen aufgefangen, sodass es möglich wird, auch sehr weit entfernte Himmelskörper extrem scharf darzustellen. Und zwar so scharf, als würde man von Berlin oder Hamburg aus eine Zeitung in New York lesen. Oder anders gesagt, mit Hilfe des Event Horizon Teleskops EHT könnte man eine Apfelsine auf dem Mond erkennen. Die erreichte Bildschärfe zeigt somit Details, die kleiner als ein halbes Lichtjahr sind. Herausgekommen ist dabei eine Aufnahme bei einer Wellenlänge von 1,3 mm. Das übertrifft alle bisherigen Aufnahmen um ein Vielfaches, wie das Bonner Forschungsteam schreibt. Das muss man sich mal vorstellen. Die abgebildete direkte Umgebung des Schwarzen Lochs, wo die Jets entstehen, entspricht demnach der Abbildung einer Apfelsine auf dem Mond. Der Vergrößerungsfaktor 1 Milliarde. Dem Bonner Forschungsteam ist es somit gelungen, einen extragalaktischen Radiojet auf Skalen zu untersuchen, die kleiner sind als die Entfernung, die das Licht an einem Tag zurücklegt. Die Aufnahmen sind wirklich spannend. Sie zeigen zum einen den Radiojet, der auf uns zuläuft, schräg nach Nordosten, außerdem den nach Südwesten gerichteten Gegenjet, der schwächer ist. Das Astronomieteam kann hier Parallelen zu den größeren Jets von M87 finden. Dazu heißt es, mit unserer Beobachtung demonstrieren wir somit, dass die fundamentalen Beziehungen von Aktivität und Jets für schwarze Löcher beider Größenordnung gültig sind. Doch einige Merkmale, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, stellt manche Modelle zu diesem Thema in Frage, denn die Analyse zeigt, dass die Teilchenströme an den Rändern heller sind als im Zentrum. Auch bei anderen Jets von schwarzen Löchern wurde dieses Phänomen beobachtet, doch bislang konnte es noch nie so detailreich abgebildet werden. Dazu heißt es vom Bonner Forschungsteam, jetzt können wir alle theoretischen Jet-Modelle ausschließen, die diese Randaufhellung nicht reproduzieren. Es ist ein auffälliges Beobachtungsmerkmal, das uns helfen wird, solche Jets besser zu verstehen. Zudem gelang ein weiterer spektakulärer Erfolg, denn die Bilder offenbaren auch die Größe und Lage des Schwarzen Lochs von Centaurus A. Der Schatten des Schwarzen Lochs ist demnach 1,4 Mikrobogensekunden groß. Der Jet stammt demnach aus einer Region knapp außerhalb seines Ereignishorizonts. Ein Foto des Schwarzen Lochs selbst ist den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aber nicht gelungen, denn dafür reicht selbst die Auflösung des Event Horizon Teleskops EHT nicht aus. Um solch eine Aufnahme zu bekommen, müsste der Teleskop Verbund ergänzt werden, und zwar mit einem Radioteleskop in der Erdumlaufbahn. Um den Schatten des Schwarzen Lochs von Centaurus sichtbar zu machen, müsste den Berechnungen zufolge eine virtuelle Antenne von 8000 Kilometern Durchmesser her. Notwendig wäre zudem eine Frequenz von mehreren Terahertz. Dennoch sind die Fachleute sehr zufrieden mit ihren Ergebnissen und hoffen in der Zukunft auf weitere Erfolge und Durchbrüche. Dazu Anton Zenz, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn. Das EHT ermöglicht uns nicht allein einen Blick auf die Schatten von schwarzen Löchern, es untersucht auch den Ursprung der riesigen Materiejets in Galaxien. Relativität und Magnetfelder wirken zusammen in den Jets, die aus der direkten Umgebung des Schwarzen Lochs hervorgehen. Wir konzentrieren unsere Forschung jetzt verstärkt auf die Magnetfelder in den Herzen von Radiogalaxien und Quasaren. Ich bin sicher, dass wir die dafür nötigen verbesserten Methoden zur Auswertung der neuen Beobachtung bald beherrschen werden. Die Sensation ist da. Das erste Bild eines schwarzen Lochs anklicken, anschauen und diesen Kanal Klicks um Science in Future abonnieren ist ja auch ganz einfach. Geht mit dem Knopf hier unter dem Video, also unter jedem Video ist ja der Abo-Button, oder einfach hier draufklicken. Bis dann.